brauchst einen lokalen Boss als Bürgen, wenn du reinkommen willst. Detroit wird von einem gewissen Troy kontrolliert. Hol ihn ins Boot, schmeichel dich ein und verdiene das 5-10-Tattoo. Mach ich doch gerne. Wenn du schnell aufsteigen willst, musst du dich mit anderen 5-10s zusammentun. Über die Spielerliste kannst du Mitglieder in deiner Nähe finden und eine Crew bilden. Wenn ihr zusammenarbeitet, habt ihr bessere Chancen in Missionen und gewinnt größere Preise. Decke mit deiner Crew die Welt. Suche Sehenswürdigkeiten und bestehe Missionen, Events und Tests für Erfahrung, Scheine und Fahrzeugteile. Gerne doch. Okay, Alex. Bereit? Los geht's. Holen wir dein Tattoo. Die erste Mission ist auf der Karte. Ach so, okay, das sind sogar zwei Missionen auf der Karte. Oder? Nein, okay, ist nur eine. Nein, ich wollte da runter. Ja, da will ich hin. So. Und dieses Mal keine Unfälle bauen, weil man muss seine Wagen reparieren. Ich weiß von einem Straßenrennen heute Abend. 5-10s. Du musst... Hab ich die jetzt gerade weggeklickt? Das war jetzt keine Absicht, gell? Boah, man kann echt überall lang fahren, ist ja richtig cool. So. Jetzt, wie weit ist es noch? 1,1 Kilometer. So, ich fahre jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich will nicht mein ganzes Geld für reparieren ausgeben müssen. Es kann ja nach der Zeit nämlich richtig nervig werden, wenn man dann irgendwann kein Geld mehr hat. Und dann kann man seinen Wagen nicht mehr reparieren, dann kann man nicht mehr gewinnen. So. Ja, Koop will ich eigentlich nicht. Nein, ich will jetzt erstmal Einzelspieler-Modi. 8 Uhr 9 Detroit. Ah, da stehe ich. Okay, ja. Bist du bereit? Ja, klar bin ich. Kein Posen, du musst als erster im bin Ziel ich sein. Doch. Immer doch. Boah, wenn ich das im Koop gespielt hätte, ich glaube, da hätte ich verloren. So, jetzt. Werde erster oder die ganze als Operation erstes Spiel. Ist gelaufen. Der zieht mir da davon. Hey, ich will... Ja, okay, ich glaube, ich hol sie ein. Ja, okay, ich bin Erster, okay, das war nicht so schwer. Bleib Erster. Okay, jetzt habe ich mich auch wirklich eingespielt. Man braucht ja immer eine Weile, bis man spielen kann. Eine Verhaftung erregt zu viel Aufsehen. So. Gleich mal der Helikopter da am Start. Und die Polizei, was wollen die denn hier? Machen doch gar nichts. Ah, das ist immer das Blöde, wenn man mal... Ding. Wenn man mal ins Hüpfen kommt mit seinem Auto, dann kann man nicht mehr bremsen. Und dann rast man immer in eine Wand, wie mir gerade passiert ist. Aber ihr müsst zugeben, so schlecht fahre ich gar nicht. Ja, wo sind denn die anderen? Also das ist ja keine Herausforderung. Das hätte ich auch im Koop gewonnen. Wenn die anderen auch so schlecht sind, dann... Hoffentlich steigert sich das noch ein bisschen. Oh, warte, jetzt habe ich... Oh, fuck, jetzt habe ich gar nicht auf die Straße mehr geguckt. Wo muss ich hin? Da lang. Boah, es hat sogar gereicht zum Umdrehen. Okay, jetzt haben sie mich überholt, aber... Ja, mach ich doch, mach ich doch. Ja, ich habe auf die Karte geguckt, tut mir ja leid. Okay, vielleicht sollte ich auch manchmal vom Gas gehen. Weil ihr müsst wissen, in Rennspielen bin ich eigentlich immer auf Vollgas. Da kenne ich keine andere Taste. Ja. Das bezahle ich nicht. Hoffentlich kostet es jetzt nicht so 1000, 2000 Euro. Das wäre doch
Dollar. Tut mir leid, USA. Das wäre ja mies. Also wirklich. Bitte nicht. Kann ich es reparieren? Oder ist es jetzt sofort repariert, oder? Kenn ich dich? Solltest du. Ich bin Troy. Ich bin der V2. Ich kenn dich nicht. Du willst ein 510-Tattoo? Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht melde ich mich. Ich hätte gern ein 510-Tattoo. Ja, da hast du recht. Alex, du bist jetzt auf Troys Radar. Dein Schlüssel zu den 510s. Check die Karte auf Missionen und folge jedem Hinweis und mach dir einen Namen. Fahre. Bring dich rein in die Organisation. Ich weiß, wie das geht, Zoe. Du kannst fahren, deshalb habe ich dich genommen. Aber das hier ist anders. Jeder geknüpfte Kontakt, jedes gewonnene Rennen, jede gefahrene Meile bringt mich näher an Coburn und dich an den Mörder deines Bruders. Hast du verstanden? Logisch. Dann legen wir los. Ja, gerne lege ich los. Soll ich die Mission da machen, oder was? Beute... Was? Beutetest. Was ist das hier? Wie heißt das? Vorsicht, Farbe. Und das hier? Ein kleiner Stoß. Ja, okay, warte, dann machen wir aber das hier. Das hört sich irgendwie am besten an, Beutetest. Ah, warte, da will ich hin, da will ich hin. So. So, lass mich fahren. Hör zu, ich will dir was sagen. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunde. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? War ich nicht gerade zur Hauptstory-Mission? Oder Y, okay, Y. Stopp jetzt, hä? What? Okay, da. Hä, seit wann? Okay, ich fahre einfach dahin. Das hat den Weg umgeplant, also wird's schon richtig sein. Können wir auch irgendwann mal Rennen gegen reale Leute machen? Ist bestimmt auch cool. Das ist halt mal ein bisschen den Wagen-Tuner, damit wir die richtig links liegen lassen können. Ich kann es immer noch nicht richtig einschätzen, wann ich bremsen muss. Du solltest mehr Erfahrung sammeln, bevor du dich an die nächste Mission wagst. Mach ich doch. Ich fahr einfach zu den blinkenden Missionen. Nein, ich will kein Koop. Der bietet mir die ganze Zeit da... Was, Johnny Goes Boom lädt dich zu einer schnellen Koop-Mission ein? Nein, danke, ich will eigentlich hier. Kann ich vielleicht... Ich will doch... So. So, ja, jetzt. Einzeln, bitte. Detroit um 4.45 Uhr abends. Boah, was ist denn für ein Auto da? Sieht irgendwie nach einer Dodge Viper aus. Sei vorsichtig damit. Eine Schramme in den Wagen und ja, ich mach dich fertig. Ich bin vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Okay, aber dieses Mal muss ich vorsichtig fahren. Okay, ich sag's dir nur einmal. Liefer den Schlitten ohne Schramme ab. Das da ist ein Performance-Schlitten. Ein bisschen schneller als deine üblichen Kisten. Der ist für Asphalt. Kannst ihn durchtreten, aber machst du ihn kaputt, gibt's Ärger. Ja, ja. Solange du nicht im Auto sitzt, hast du mir gar nichts zu sagen. Boah. Okay, er hat recht. Der ist ein bisschen schneller als meiner, glaube ich. Muss ich ein bisschen langsamer tun. Jetzt biegt ihr genau da, wenn ich da lang fahre. Hey, das soll ein Geschenk werden. Ja, ja, passt schon. Ich zahle das Umlackieren. Ah. Ja, ja, ja. Tut mir ja leid.
Wenn die hier alles so dumm rumstehen. Ich könnte auch nach Straßenverkehr fahren, oder? Und für wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 5-10-Besuch. V6. Ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Schmiert das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt der auch mal? Ah, Mann. Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Das habe ich jetzt nicht geblickt, aber ich glaube, es soll heißen, der Boss kommt. Dazu. Zeit wird knapp. Warte, nur noch einen Block. Ich bin ja gleich da. Achso, warte, läuft da Zeit oder so? Oh, da läuft Zeit. Ich habe jetzt gedacht, wir können uns Zeit lassen. Aber dabei ist die Zeit begrenzt. Du bist nah dran. Ich höre den Häuserblock schon. Ja, ich komme ja schon. Ich habe jetzt gedacht, wir haben da Ewigkeiten Zeit. Oh, fuck. Das war jetzt aber knapp. Mission erfüllt. Okay, Stufe 3. Also das geht ja mit den Stufen erreichen. Geht eigentlich ganz schnell. So, was bekomme ich? Ja, ein Punkt. Ausstatten. Ja. So, fortfahren. Boah, der Wagen ist schon nicht schlecht, gell? Park ihn so, dass der V6 ihn auch gut sehen kann. Mach ich doch. Nicht mehr lange, Junge. Sobald ich diesen verdammten Start schmeiße, kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht. Hey, warte. Der kriegt eine Yacht und ich nur ein Tattoo. Also das ist ein bisschen unfair hier. Ich hätte gern... Ja, so weit wollte ich eigentlich gar nicht rauszoomen. Ich hätte auch gern ein Tattoo. Nein, ich meinte Yacht. So, ich will das hier. Ja, okay, da muss ich hinfahren. Aber das Fahren macht ja in dem Spiel auch richtig Spaß. Richtig Laune macht es. Einfach mal der Musik da lauschen. Was ist da los? Ah, Mann. Da hätte ich die Bremse vielleicht ein bisschen später drücken sollen. Hey. Ha, ich hab Gold. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war, aber ich hab Gold gekriegt. Warte, warte, hey, warte, stopp. Automatisch ausstatten, ja. Fortfahren, ja, okay, passt. Habe ich jetzt ein neues Teil gekriegt, oder was? Oh, dieses Spiel macht so Laune. Du fährst einfach wohl lang und bekommst was. Jo, hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karte spielt sich in meinem Revier. Mach ich. Team die Ohren lang. Location ist auf der Karte. Und wo auf der Karte? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss. Ich glaube, das hier müsste eigentlich Hauptstory sein, oder? Ein kleiner Stuhl, oder? Ich weiß gerade gar nicht, was... Straßentuner. Was ist das hier? Nee, ich glaube einfach, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Wird schon passen. So. Einfach mal hinfahren zu dem Rennen. Wird schon das Richtige sein. Da konnte ich jetzt leider nicht lang fahren. Oder warte, da hätte ich eigentlich lang fahren können. Egal. So, einmal hier rumdriften.
Tut mir leid, ich wollte ja springen, aber ich habe gedacht, es war die falsche Richtung. Nein, ich will, warte, fortfahren. Ich will es nicht nochmal machen. So, Einzelspieler. Gut, wie viel Uhr haben wir dieses Mal? 1 Uhr nachmittags. Auch eine schöne Zeit. Oh ja. Rallye-Schlitten für den Job da gelassen. Geiles Auto. Steig ein. Ja. Siehst du ihn schon? Ja, und ich sehe den anderen auch. Gut. Dann mach ihn fertig. Gerne doch. Boah, das Teil behalte ich aber. Achso, ich soll den ausschalten. Schnell. Warum die Eile? Okay. Kommst natürlich. Gerne. Diese Art von Job sollte man nicht zu lange rumgammeln. Verstehst du? Ach, ich habe nur 2 Minuten. Ach du Scheiße, du. Jetzt bleib doch mal hier, ich will da noch nichts tun. Lass ihn bloß nicht entkommen! Bist du schon mal Rallye gefahren? Nee, eher nicht. Länger nicht. Keine Angst, schleuder ihn rum, schüttel ihn durch, peitsche ihn das Baby kannst ab. Ah. Jetzt hol dir den Arsch. Den hol ich mir. Komm schon, ich hab nur noch 2 Minuten. Boah, der fängt sofort an zu driften, wenn man da irgendwo hinkommt. Ah, jetzt hat den Zaun kaputt gemacht. Tut mir echt leid. Oh, komm, ich hatte ihn doch gleich. Wo fährt der denn hin? Fängt man sofort an zu rutschen auf dem Sand. Okay, war das ein Flugzeug oder was ist hier? Ja, da ist es. Geil. Ah, verdammt, okay. Das war die Handbremse. Mach ich doch. Versuche ich auf jeden Fall. Tut mir leid, der hat einen besseren Wagen. Gib du mir einen geilen Wagen und ich mach den weg. Guter Bluthorn. Bring ihn zur Strecke. Wenn mein Wagen besser lenken würde. Du sorgst hier für die Ausstattung, also bitte. Boah, 1:11 habe ich noch. Komm, den bekomme ich noch. Boah, ich wäre so ausgerastet, wäre ich gegen den Baum gefahren. So wie der gerade. Oh nein, ich hätte den so geil rammen können. Ist der jetzt fertig? Troy, ich mach ja, das da, hat, da hat er aber recht. Zu wirklich. Oh, 37 Sekunden. Ach stimmt, ich habe ja Nitro. Ups. Du willst nicht da sein, nein, will ich nicht, aber ich will den Chip. Ah, komm. Jetzt sind wir im Geschäft. Noch ein Nachschlag? Nichts mehr zu melden? Gut. Mission erfüllt. Immer wieder gern. So, ausstatten bitte. Danke. Ah, bald Stufe 5. Geht ganz schnell hier in dem Spiel.